Wir haben ja teilweise eine Inflationsrate gehabt von 11%. Und diese 3%, die Sie jetzt ansprechen, kommen ja noch einmal zu den 11% dazu. Und das schadet unserem Wirtschaftsstandort. Wir haben ganz viel Kaufkraft verloren. Es ist der Wohlstand zurückgegangen. Wir haben eine explodierende Arbeitslosigkeit. Und dieser Schmäh von der Kaufkraft, das zeigt aber in Wahrheit nur, dass Nehammer und Kogler scheinbar monatelang nicht mehr im Supermarkt waren. Die sollen dort hingehen und den Menschen erklären, dass eh alles happy-peppy ist und das Leben so locker leistbar ist. Das ist ganz weit weg von der Lebensrealität der Menschen. Wenn du da anschaust, ich habe jetzt die Fälle gehabt, dass eine Pommes dann 6,50 Euro kosten und du zusätzlich nochmal fürs Ketchup auch zahlen musst. Das heißt doch konkret, dass sich viele Eltern einfach schwer tun, jetzt im Sommer mit den Kindern ins Freibad zu gehen. Und das hat konkrete Auswirkungen aufs Leben von Menschen. Und das ist leider das Versagen der Bundesregierung, die den Wirtschaftsstandort geschadet haben und natürlich der breiten Masse der Bevölkerung, weil die sich das Leben immer weniger leisten können. Pommes-Preisbremse, Herr Kluppermann? Ich finde, das wäre gut, ja. Wie geht's der Sozialdemokratie? Ich würde sagen, gut, jedes Match beginnt mit 0:0 und mit unser Kapitän Andreas Babler steht jetzt das erste Mal am Spielfeld und es ist die gemeinsame Aufgabe, jetzt einfach auch unterwegs zu sein und mit persönlichen Gesprächen mit den Leuten zu sagen, wie schaut denn unser Plan für eine gute Zukunft für Österreich aus? Wenn ÖVP und FPÖ miteinander eine Mehrheit haben, dann hauen die sich auf eine Backel. Es geht ja noch nicht um die Sozialdemokratie, sondern es geht wirklich um all die Menschen, wie das einen Unterschied macht, ob die SPÖ regiert oder nicht. Nur dieses ganze Radikale, dieses Menschenbild auch vom Kickl, dass er alle, die nicht seiner Meinung sind, mit Hass und Hetze verfolgt. Wir sind ganz real als SPÖ die Partei der Leistung, nämlich der echten Leistungsträger in dem Land. Wir wollen, dass die Leute, die jeden Tag aufstehen, die zur Arbeit gehen und unser Land am Laufen halten, auch mehr Geld in der Brieftasche haben.